Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Cops vs. Racer in der Offroad Winter Edition steht wieder an. Wir sind auf Fortune Island und wollen natürlich wieder ein bisschen im Schnee unterwegs sein, nachdem wir jetzt so ziemlich alle Jahreszeiten hier mal ausprobiert haben. Kehren wir zu den Wurzeln zurück. Die Winterjahreszeiten, die können natürlich sehr, sehr lustig sein. Mit dabei heute haben wir Andy, Murmel, Betafekt, Darius, Jafim, Lukas, Rauschi, Supernoob, Yuma, Herbsti und Latschka. Grüßt euch alle. Hi. Hallo. Guten Abend. Hallöchen. Hallo. Hallo. So, Herbsti, wie geht's dir eigentlich so? Jetzt ist ja nicht so deine Jahreszeit, ne? Also. Ja, im echten Leben schon. Ach so, okay. Warum hast du dich dann nicht Winterli oder so genannt? Dann. Okay, der war liegt schlecht. Am Nachnamen. Okay. Nee, also, okay. Gut, ja, verlieren wir gar nicht so viel Zeit. In der ersten Runde sind Murmel, Yuma, Darius und Rauschi Racer. Ich ziehe euch einfach aus dem Channel. Sobald der vierte bei euch im Channel ist, warte nochmal so ein bisschen kurz, ne, bevor ihr loslegt. Und dann fangen wir auch direkt ohne Cut und irgendwas an, würde ich sagen. Also, viel Spaß euch. Ich gebe Startsignal. Ja, ja. So, dann haben wir Darius und Murmel und Yuma, viel Spaß. So, dann gucken wir mal. 20 Minuten ist ja wieder die Regelzeit. Dann gucken wir mal, wann das Startsignal kommt. Murmel zerlegt sich eh selbst, also den brauchen wir gar nicht verfolgen. Okay, wenn wir Murmel sehen, das ist das Fahrzeug ganz vorne, glaube ich, dann einfach fahren lassen. Einfach hinterher fahren. Ich glaube, der Titan wird der Endgegner. So. Mhm. Wobei, wenn du ihm an die Seite im Kotflügel reinrollst, kriegt er auch sehr viel Damage. Okay, die lassen sich sehr viel Zeit. Haben wir eine Taktik? Ja, Chaos. Jo, da geht's los. Ich glaube, es hat sich keiner als Präsident gemeldet, deswegen mache jetzt einfach kurzerhand ich das mal. Und was halt sehr gut funktioniert hat die letzten Male, war einfach mal so ein bisschen verteilen. Ich würde bitten, die Cayennes sich beide so ein bisschen in das nordöstliche Gravel-Gebiet da oben begeben. Ihr dürft hier Offroad fahren, da habt einen ganz guten Überblick. Da ein bisschen zu gucken und dann würde ich einfach sagen, dass die Evos sich ein bisschen halt verteilen. Macht es unter euch irgendwie vielleicht ein bisschen aus, wer jetzt hier mehr so im Norden 17 unterwegs sein möchte, wer bei Festival-Gegend, wer weiter im Süden oder so weiter. Ich so. Bin Bayer, ich gehe in den Süden. Alles klar. Ja, ich komme aus Freiburg, also eigentlich muss ich auch in den Süden. Ich geh nach Südwesten, da gehöre ich hin. Ab nach Frankreich. Yay, und in die Schweiz. Liebe Grüße an der Stelle an alle Schweizer Zuschauer. Und weil dann wir natürlich niemanden ausgrenzen wollen, natürlich auch alle aus Liechtenstein und aus Österreich. So, wir legen los in 2, 1, Risiko! Erstmal abgewürgt. Ja, ich auch. Lukas, dann gehe ich ein bisschen weiter unten in den südlichen Bereich und du kannst oben fahren. Machen wir es so? Ja. War recht weit. Wir machen im Übrigen Bambini-Taktik, soweit es halt möglich ist. Also wenn halt natürlich eine sinnvolle Verfolgung ist, dann versucht man vielleicht an einem auch dran zu bleiben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, 20 Minuten sind als in den Geschichten schneller vorbei, als man denkt. Und durch eine aktive Verfolgung können wir natürlich in der Overtime uns ein bisschen Zeit gönnen. Deswegen gucken wir mal. Aber jetzt am Anfang würde ich sagen, so schnell wie möglich jemand ausschalten, damit wir so schnell wie möglich uns auch auf den nächsten konzentrieren können. Murmel müsste man ja eigentlich echt nur hinterherfahren. Der wird sich schon vor Schreck selber wahrscheinlich zerlegen, wie es Andy schon gesagt hat. Ja. Ich meine, das Wind ist heute nicht da, jetzt brauche ich ein anderes Opfer. Wow. Wie hart du bist. Opfer ist ein juristisch richtiger Begriff. Das ist richtig. Soll ich mal zum Leuchtturm da unten fahren? Meinst du, irgendjemand hat sich da mal hingetraut? Das tut ja irgendwie kaum jemand. Ich mach's würde mal. Würde nie einer tun. Ja, du schon, das weiß ich. Aber du bist auch nicht jedermann. Das und ich. Gehen sie überhaupt keiner? Also ich bin mir fast sicher, die sind im Schneegebiet unterwegs. Ach so. Ich gebe noch einen Tipp, die sind auf der Insel. Ne. Das grenzt das ganze Sache aber schon mal ein. Mitsubishi? Wo? Ja, einer von uns meine ich im Kopf. Wo denn? Ist jemand im Nordosten bei den Serpentinen? Ich war gerade Nordwesten. Ich bin in der langen Drift-Zone. Nördliche Serpentinen. Ja, ich bin gerade am Sprung.
hinter irgendeinem anderen mit zu. Ah, ich glaube, da unten sehe ich den anderen KI. Hi. Hallo, ich war links. Yeah. Ah, hier ist der. Dreht mal alle um, nördliche. Ja. Nördliche Serpentinen, der Subaru. Station oben an. Fährt gerade nach Süden. Die ganzen Serpentinen. Aber ist das nicht. Ist der Subaru nicht Murmel? Dann fahre ich einfach nur hinterher. Ja, also, sollen wir jetzt drauf? Maserati an der. Ja, erstmal auf den anderen dort, das macht mehr Sinn. Okay, dann machen wir Murmel halt doch kaputt. Ja, bleib erstmal dran auf jeden Fall, bevor bis erst angreifend ein zweiter Cop da ist. Und der Sinn. Ford fährt jetzt die Serpentine nach Norden hoch. Und einer fährt gerade diese von der Festivalstraße weg, glaube ich. Da war was richtig schnell. Hey, der ist weg. Hä? Perfekt, warum bist du wieder so laut? Da war doch gerade einer. Der Titan. Ich bin auch an den Titan dran. Ja, der fährt um den Berg rum. Der Titan? Razor everywhere. Geil. Ja, 4 Stück. Ja, genau. Das stimmt. Wo sind der Ford jetzt? Der Ford, den sind wir gerade zusammen. Der dran. Ist oberes Ende von der Driftzone. So, wo ist jetzt der Subaru? Ganz unten im Süden an von den Serpentinen. Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Fährt aus Festivals. Fährt er Richtung unteres Ende der Ford oder oberes? Jawohl, Ford erwischt, sehr gut. Fährt jetzt wieder runter. Fährt runter. Okay. Ist an dem einen Felsen in der Kurve, wo man einmal nach außen abgebogen dreht wieder und fährt wieder hoch. Fährt wieder hoch zum Sprung. Der hat natürlich jetzt schon wehgetan, aber ihm glaube ich auch. Sind jetzt wieder oben beim Sprung. Im Ford. Oh, Transit. Wo ist die Subaru-Verfolgung? Wir sind jetzt, wir wissen das, das ist jetzt quasi auf dem Weg zurück zu unserem Startpunkt, also vor dem Sprung noch, also auf der Unterseite des Sprunges. Wenn man da springen würde. Der hat aber nicht mehr viel Power. Der Titan fährt jetzt zur Burg. Er bleibt einfach stehen. Darf er das? Er darf das. Er fährt ein, legt einfach einen Rückwärtsgang ein, was für ein Arsch. Weil er ist eigentlich der andere Subaru, der am Ford schon dran ist. Schon wieder der Maserati. Ich. Also er fährt jetzt wieder umgekehrt, er ist immer noch im Süden, fährt jetzt quasi auf diese T-Kreuzung mit Waldausgang zu. Fährt jetzt auf die... Wo seid ihr jetzt? Auf die Straße zum Festivalsprung. Genau, zum Festivalsprung jetzt gleich. Also auf der Waldstraße. Ah, Rehe geht weg, Mann, Murmel. Super, noch der ist kein Veganer, der bringt euch um, ey, der kennt da nichts. Auch wenn ihr nur digital seid, aber das... Richtung jetzt gegen Baum wäre gut, aber nicht mich. Ja. Der kommt da oben. Da hätte ich gerade beide gegen den Baum gefahren. Ja, nein, ich bin gegen den Baum gefahren. Shit, mich jetzt auf die Seite gelegt. Na, er nimmt den Sprung. 15%. Geh mich reparieren. Soll er machen, aber der hat auf jeden Fall schon mal einen Frontaltreffer von mir bekommen. Der Ford ist jetzt ich mich. Ja, ich kann nicht. Ich ist kein GTA. Ich kann in der Luft nicht. Doch. Nee. Ford, wo bist du? Der Ford ist jetzt am Start. Komm. Komm vom Festel aus. Mein Evo pfeift aus allen Löchern, ey. Repariert ihr euch mal, ich bleib dran. Nee, der ist so langsam, ich bleib jetzt auch mit dran. Das bringt nichts, bis ich wieder da rangefahren bin und so. Ja, und wo soll ich den hier irgendwo gegenschieben? Bleib doch einfach dran. Das war alles cool. Ich hol schon drauf. Ford, wo seid ihr unterwegs? Die sind gerade am Sprung, am Start, fahren gerade die Dings weit runter. Okay. So, oh, Transit, hoppel nicht. Und jetzt auf dem Schotterweg Richtung Festivalsprung beim Ford. Mhm. Ich bin über den Bürger gesprungen. Okay. Ja, da sehe ich dich doch wieder. Andi, der war links. Hab ich gesehen. Super, nur passt viel Schaden. Nö, 1%. Dann lass mich drauf gehen, weil ich bin schon quasi tot. Ich bin hinter dir. Gehen da jetzt runter. Dann bleib du hinten dran. Reparier dich doch. Ich stehe jetzt genau vom Festival. Oh. Ah, fuck, ich hätte fast gehört. Ja, genau, den. Und Ray, du hattest recht, bei mir sind jetzt auch alle Designs weg. Ja, weiß ich. Das ist halt echt ein bisschen buggy, dass die Designs nicht richtig geladen werden. Achtung an den Evo. Ich fall. Okay, ich komme nicht hinterher. Ich
Ja, reparier dich. Mhm. Ja, gibt's echt keinen Baum, ne, wo wir ihn dranhängen können. Das ist echt doof. Mal versuchen auszubremsen oder so. Nein, Mini! Geh weg! Welche Kollateralschaden? Sag Bescheid, wenn er abbiegt. Tut er nicht. Wir sind okay. Gerade fort am Main Shield. Also am du darfst gut. Seh euch. Er ist nicht abgebogen, er fährt. Das gibt's doch nicht. Er fährt weiter auf der Straße? Ich komm gleich aus diesem Kampf. Der hat so einen starken Schaden an der Front, der dürfte eigentlich überhaupt nicht mehr nach vorne. Ja, fuck, ihr seid schon vorbei, okay. Andi, wo seid ihr? Gerade bei dem südlichen See im Norden, also auf dieser Schotterpiste. Oh, jetzt kommen gegen die Felswand, das muss doch klappen hier. Er hat's umgedreht. Oh, ich habe zu wenig Power, um dir hinzudrücken. Ja, das ist ja immer so repariert, weil ich habe da gesagt, ja, ja, klar, aber dann wären wir niemals wieder rangekommen. Doch sicher, er hat doch keine Power. Einmal seitlich schön gecrashed. Hat du bist noch dran? Warte, dann mach ich das jetzt, wenn du meinst. Hey, jetzt sind hier zwei, ne? Ah, Murmel ist auch da. Also, wir haben zwei Racer am Rundweg um die Burg. Im Schotterweg. Oh ja, der Ford ist auch hier. Der Maserati ist auch vor kurzem hier lang geschlittert. Ich verfolge weiter. Der Titan bewegt sich immer noch ja, in dem Nordost-Offroad-Gebiet. Ja, dann bleib ich am Murmel dran. Wow! Ah, sorry. Ja, kein Stress, hast mich nicht wirklich erwischt, nur geschritten. Das ist ein bisschen nicht so offroad. So, wo seid ihr jetzt? Ich dachte, ich krieg ihn gegen den Karawanen geschoben. Also bei dem Rundweg am Festival, an der Burg. Und wo da? Fahren wieder zu der Brückenunterführung. Wir sind mittendrin. Im nördlichen Bogen. Ja. Wir fahren jetzt auf die Brücke. Ja, ich sehe euch. Nein, jetzt hast du mich festgehauen. Dreht um. Er fährt wieder Richtung die Straße. Ich muss mich reparieren. Ich links ab, Richtung Norden dementsprechend. Boah! Blitze! Da hat's geblitzt! Tor, geh weg. Ach, komm, Mann! Da sind wir wieder auf die Straße. Dummer Golf, Alter. Richtung Steifenberg. Andi, bist du das vor mir? Keine Ahnung, wer dir ist. Ja. Der gerade Richtung Steifenberg fährt. Wenn ich keine Anzeige mache Richtung Steifenberg, dann werde ich wohl Richtung Steifenberg fahren, oder? Fährt er hoch? Ja. Ja. Alter. Kostet wieder viel Zeit. Wie leid, danke. Sieht aus. Oh, okay. Hallöchen. Hi. So langsam wäre es gut, wenn wir mal einen festdingsen. Ich will jetzt gegen's Haus, gegen's Haus. Das murmelt so lange, ey. Der hat einen vollen Frontrepper von mir bekommen. Der ist auch schon ziemlich am Arsch, ist ziemlich langsam. Wo ist der gerade unterwegs? Fährt zu äußeren, fährt zum Schneckenberg. Murmel ist am Schneckenberg gleich. Wir sind jetzt oben auf dem Schneckenberg. Oh, ja, da ist und dann kommt euch gleich entgegen. Wer ist eigentlich der Evo, mit dem ich hier die ganze Zeit. Ja, der Maserati ist da auch, der fährt gerade runter. Mhm. Oh, da. Oh, Rauschi, gebe ich einen mit. Wir haben eine schöne Mauer, dass Rauschi uns entgegenkommt. Da ist nochmal einer, okay. Also, der Evo am Titan bin ich. Ah, ja. Oh, sorry. Ja, aber wer verfolgt dann Murmel? Weil das ist ja jetzt der Ding Murmel, gewesen. Murmel, Supernoob und wer ist noch am an dem? Herbschi. Ja. Und Rauschi kam dagegen, ja, alle gefühlt am Schneckenberg. Rauschi ist auch runtergefahren. Ist jetzt gerade irgendwie ein Murmel da runter? Ah, ne, da ist er. Schieben wir ihn runter oder so, oder halten wir ihn fest, Ding fest. Ich habe halt keine Power mehr, komm. Ah, komm. Nein, jetzt schiebt er sich wieder raus. Warum hat er so einen starken Rückwärtsgang? Das gibt's doch nicht. Jetzt komm. Ja, wow. Ja. Na, das ist jetzt wo überlebt, seid ihr im Moment? Geil! Der war so ein Er muss doch tot sein. Ist er jetzt tot oder nicht? Nein, er fährt noch. Ich bleib bei Maserati dran. Ich hab Murmel festgesetzt, klein. Hat er gehupt oder was? Ja, hat er. Okay, gut. Gut. Ach, solche Abkürzungen sind erlaubt. Okay, merke ich mir. Wo ist denn die nächste Verfolgung?
Wir haben, glaube ich, zwei noch, oder? Ja, wo geistert der Titan im Moment rum? Ja, der Ford ist Richtung Startpunkt. Der fährt jetzt Richtung Norden. Im Offroad-Gebiet. Der Maserati ist jetzt gleich beim Mainland-Symbol. Fahrt die Richtung. Ah, ich habe den Titan jetzt verloren. Richtung Festival, ja. Ja, dann kommen wir euch entgegen mit zwei Evos. Ich gehe mir ja, auch mal bei Cayenne auch. 30%. Wo ist der Ford ungefähr, dass ich euch mal helfe? Der Ford Richtung dieser T-Kreuzung, wo es vom Start weg eine Spur geradeaus ja, schön. Geht. Ja, da gibt es zwei knapp von leider. Einer bin ich gerade. Wenn du bei mir ersten Zeug ist. Der ja, Maserati. Der die in den Wald führt halt. Okay, und der bin ich nicht. Ja, genau, wo ist der Maserati? Wieder 5%. Maserati fährt jetzt auf der westlichen Küstenstraße vom Leuchtturm weg Richtung Festival. Kam mir entgegen. Fährt in den Wald rein, der Ford. Ja, bin dran. Kann ich mich dann reparieren? Ja, ich bleib dran, reparier die dich. Der Maserati, dreht um. Fährt wieder Richtung Süden. Hat leider nicht funktioniert. Ja, Cayenne, fahr mal mit, genau. Ich hab euch die Abkürzung. Loch. Der links abgebogen gerade? Ja. 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 Oh, Jumas raus. Er ghostet bei mir. So, er nutzt den Sprung. Ne, er ist weg. Hä? Das wird Juma gewesen sein, der ist gerade rausgeflogen. Ich dachte gerade. Ey, was war das jetzt für ein Trick? Achso, okay. Ja, dann. Okay, wo ist der Maserati? Oh, Maserati ist gerade an der Burg gefahren Richtung Mainland Shield. Genau. Die Zone da. Auschi, es reicht doch. Ist mit deinem am Ende. Irgendwie hat es schon was, ne? So ein Wintergewitter. Da vorne ist eine Hütte auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite müssen wir ihn rüber drücken. Ist er auf der Mainland-Straße noch? Oder? Nein, er ist in der Haarnadel. Zone mit der Haarnadel. Ah, okay. Incoming. Richtung Süden oder Richtung Norden da? Richtung Norden. Ne, Süden ist das. Süden, sorry. Okay. Also kommt er dann auf die Mainland-Straße raus. Der ist jetzt besser. Ah, habt ihr schon ihn, okay. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den Titan, oder wie? Ja. Titan und den Ford, oder ist der Ford auch raus? Nee, der Ford ist ja ausgetimed. Wo ist aber der den Titan? War auch gehabt, der war ziemlich langsam. Nee, ich glaube nicht, wir müssen den mal suchen. Also ich glaube, der Titan wird sich im Offroad-Gebiet aufhalten, da ist er die ganze Zeit nur rumgefahren. Ja, verteilt euch mal wie am Start am besten. Also ich gebe mich erstmal reparieren. Ich die Serpentine kurz hoch. Ja, oder repariert euch mal. Ich versuche mal, gerade mal genau dahin zu fahren, weil ich bin noch erst repariert. Wie ist das jetzt eigentlich mit Juma? Ist er jetzt noch drin oder ist er jetzt raus dann auch? Ja, eigentlich ist er raus, weil er hat ja jetzt, er ist ja dadurch jetzt repariert und er war schon ziemlich demoliert, also hätte er jetzt noch keinen Schaden gehabt, hätte man jetzt sagen können, okay, aber erstens mal war die Verfolgung noch aktiv und zweitens hatte er schon echt einen heftigen Schaden, also er ist richtig langsam gewesen. Ja, wir haben ihn. Außerdem haben wir die Verfolgung abgebrochen, weil der rausgekommen ist und kann ja sein, dass er gar nicht wiedergekommen wäre. Oh. Ja, nee, der ist raus. Also in dem Fall, Alter, ich finde es gerade richtig geil. Dieses Gewitter irgendwie extremer gemacht? Das habe ich nicht so in Erinnerung. Nee, ich glaube, es kommt einfach nur so rüber. Ich glaube, ich habe... Nee, das ist einer von uns, sorry. Nee. Scheiße, also hier ist er nicht. Was macht jetzt Juma? Weil der Juma fährt aber weiter rum. Was soll er rumfahren? Er ist raus. Okay, dann lass ich ihn das weiter. Das können wir ihm nachher sagen. Ja, den ignorieren wir jetzt. Nee, der hat so einen heftigen Schaden. Dadurch, dass er jetzt wieder drin ist, ist er ja quasi repariert und die Verfolgung müsste jetzt auch neu gemacht werden und so. Das ist ja nicht okay. Ja. Das ist dann halt natürlich ärgerlich, wenn die Internetverbindung streikt, aber naja. So ist das halt manchmal. Ja, gut, Kayens, dann geht auf jeden Fall ihr wieder in das nördliche. Ja, ich bin schon da. Ja, ich bin da nämlich jetzt gerade auch noch, aber ich versuche jetzt dann mal wieder rauszufahren und dann mich eher woanders hin zu gesellen, dass wir den finden. Fährt jemand Richtung, genau, gut, 17, da ist auch mal so ein beliebter Spot. Hab ihn. Wo? Norden, Driftclubstraße Richtung Serpentinen. Perfekt, okay, ich komm Serpentinen. Als hätten wir es gerochen, ne? Ich komm Serpentinen. Geht mal nach Norden, geht mal Serpentinen. Mehr kennt fährt jetzt aber auf diese lange Klippenstraße, auf den Offroad. Die Nordwest. Genau, der Nordbogen da. Ich komme von dem Drift. Oder sehe ich Andi gleich hinweg zu rammen? Cayenne. Da sehe ich mich gar nicht, weil ich komplett im Süden bin.
Ja. Ich mache eine Straßensperre dann. Wir haben noch Zeit, Andi. Du kannst da noch hin. Wir lassen die was liegen. Außer es geht wieder so schnell, wir setzen ihn direkt fest. Na, es wird beim Zeiten, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Der hat einen Diesel, wenn er. Ja, aber wenn er mal ins Rutschen kommt, glaube ich, dann kriegt er den nicht mehr zu halten, denke ich mal. Wo seid ihr jetzt? Immer noch. Auf dem Bogen. Welche Höhe? In welche Richtung fährt er, die gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn? Also ich habe ihn gerade überschlagen, ich glaube er ist raus. Ja, er ist raus. Ich habe ihn aufs Dach gelegt. Und dann macht er einfach mal einen Titan alleine. Ist ja richtig langweilig aus meinem Fall. Aber das ist ja eigentlich auch wieder gut, dann machen die Cops ja alles richtig. Aber er fährt immer noch weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt zählt, er hat sich zumindest zurückgesetzt. Wir gönnen uns den Spaß. Ja, nee, wenn er noch. Das zählt nicht. Also, ist er die Klippe runtergeflogen oder nur. Nein, ich habe ihn aufs Dach gerollt und dann ist er zurückgesetzt worden. Ja, dann darf ist er noch drin. Solange er nicht 90% Schaden oder 95%, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel es war, hat dann. Welche Höhe seid ihr? Weil ich komme euch da meinem Evo entgegen. Wir sind jetzt an der ganz nördlichsten Stelle, also. Ja, rechts von uns sind Klippen. Gegen oder mit dem Uhrzeigersinn? Gegen den Uhrzeigersinn. Wir fahren Richtung Westen. Also er kommt bei der Klippe raus. Also er kommt im Süden raus, alles klar. Ja, sehr schön. Und jetzt runter mit ihm. Steine. Dann fahre ich wieder rum, rückwärts. Komm vor euch. Ja, muss ich jetzt einmal entgegenfahren. Ich glaube, er kann nicht allen ausweichen. Sorry. Wir haben ihn gerade ein bisschen festgesetzt. Also. Aber er fährt immer noch weiter. Ja, ein Titan ist halt heftig, aber die Regeln... Ja, komm, schieß ihn. Jawohl, und er ist runter. Weg ist er. Und der Cayenne auch. Nein. Ich will aber auch noch einen geilen Sprung hinlegen. Ui. So. Okay. Bin ja, gleich oben, Mensch. Könnten wir Yuma tatsächlich noch, aber machen wir nicht. Ich hab dem geschrieben, dass er raus ist. Ich glaube, das war eine ganz schnelle Runde. Ja, geht. Eine Minute hätten wir jetzt noch gehabt, knapp, aber passt. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, gibt's einen kurzen Cut und dann gibt's die zweite Runde. Und dann schauen wir mal, ob es da ähnlich gut oder vielleicht ähnlich schlecht. Je nachdem, aus welcher Sicht man sieht, läuft. Also, bis gleich. So, die Seiten sind getauscht, die Cops sind wieder bereit und ich bin rüber zu den Racer gewechselt. Genauso auch Andy, Shafim und Super Noob. Und ja, ich würde sagen, wir verlieren da gar nicht so viel Zeit und legen direkt mal los. Boah, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich den ersten Evo da vorne einfach mal so rechts rammen soll oder so, schon mal direkt so reinfahren. Aber, naja, ich wäre ja eigentlich derjenige, der dann darunter leidet. Ray, was fährst du in dem blauen Porsche? Ich und Porsche? Hä, wie kommst du da noch mit? Ich merke gerade, ich habe den sehr untersteuern ausgelegt. Wow, pass auf, da kommt ein Mini. Ja, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, meine untersteuert aber auch ziemlich. Und ich habe herausgefunden, dass ich mit meinem den Sprung am Festival ziemlich gut nehmen kann, um Evos abzuhängen. Oh mein Gott, alles klar. Ich merke gerade, ich habe ich habe schon 17% Motorschaden. Okay, das wird eine schnelle Runde für mich. Ja, ich habe nur eine Kuppe genommen, er ist ziemlich abgehoben, warum auch immer er so abhebt. Und ja, die Landung war ein bisschen zu hart. Ja. Ich bin mir auch immer noch nicht 100% sicher, ob ich einen Offroader habe. Ich glaube, ich hätte das Fahrzeug vorher testen sollen und nicht einfach irgendwas einbauen und auf gut Glück hoffen. Scheiße. Okay, das wird ziemlich böse. Ich habe mal mit meinem die volle Gewichtsgrenze ausgenutzt, 2,6 Tonnen. Ja, schadet auf jeden Fall nicht. Ach verdammt, das Fahrwerk ist viel zu weich. Deswegen ist er auch so richtig eingesackt und deswegen gab es auch den Schaden. Na, ich versuche jetzt einfach irgendwelche kleinen Schotterwege zu fahren, in der Hoffnung, wir finden mich ganz lange nicht. Oh, da fährt ein Cop über die Brücke. Und runter durch. Nee, bitte. Aber wie immer ja in den CVR Offroad Editions, ich bin ja immer relativ schnell raus. Ich glaube, ich habe da noch nie eine Folge beendet. Scheiße, ich hab schon die Cayenne erwischt. Okay. Scheiße, ey. Bei der Burg war das. Ja, ich weiß, ihr seid noch durch durchgefahren. Bei der Burg schon? Wie schnell sind die da? Ich hab Halluzinationen oder Evo ist gerade verschwunden? Ist du mal wieder rausgeflogen? Ich bin rausgeflogen? Nein, Yuma. Das ist Yuma der Evo und deswegen ist er verschwunden, weißt du? Achso. Ja, das kann sein. Paar Leuchtchen.
Ich fahr doch nicht Leuchttürmchen, ich hab Evos hinter mir. Warum sind da so viele im Süden? Da bin doch ich. Ich bin im Norden. Mit einem Evo. Warum sind alle im Norden? Da bin ich nicht. Nein, noch habe ich keinen. Aber ich habe mich ja schon selber geschlagen. Alright, Schlag den Ray, kann ich da rein? Zwei Ray. Evos. Das ist echt unschön, oder? Mit zwei Cayennes am Arsch. Ja, wenn zwei Cayennes am Arsch sind, sind sie schon mal nicht, ne? Alright, ich dachte, du wärst links abgebogen. Ich fahr geradeaus weiter, dann fahren die Cayennes die hier nicht hinterher. Die sehen mich auch nicht, ich tarn mich. Oder ich komme dir jetzt mal entgegengefahren. Ne, lass mal. Bei meinem Glück fahren die mir voll vorne drauf, dann bin ich erst recht tot. Ja, ich fahr recht so, gerne. So, mit voll kaputter Lenkung jetzt die Straße da lang fahren. Wenn die ich muss aber sagen, dieses Motor-Downgrade, was ich ihm besorgt habe, tut ihm gar nicht so schlecht. Er lenkt irgendwie gefühlt besser ein. Hey, Evos, komm zurück. Hallo. Hey. Im Gelände fährt er sich gut, so, durch die weiche Federung. Aber Sprünge sollte ich eher meiden. Okay, ich habe die Evos abgehängt und ich wollte es nicht mal. Ja, wo sind die beiden Cayennes jetzt? In der Nähe von dieser Strecke im Offroad-Gebiet. Alter, jetzt habe ich 40% Schaden. Woher? Hä? Okay, das ist, glaube ich, ein Bug. Ich lasse mal kurz die Telemetrie drin. Weil das ist ja jetzt echt suspekt. Ich habe doch nach diesem großen Sprung keinen weiteren Sprung mehr gehabt. Und ich bin eigentlich... Ich habe nur mal eine kleine Mauer oder so mitgenommen. Aber das macht doch keinen Schaden. Oder machen die Mauern mittlerweile Schaden? Ja, aber nicht so viel. Also das ist ja schon suspekt. Ich habe mich auch nicht verschalten. Also es ist schon komisch, weil ja, da bin ich relativ fix raus. Ja, Porsche halt, wo der Motorschein gleich mit simuliert. Ja, pff. Das ist wohl ein Sonntag, genau, ja. Wir haben Sonntag gearbeitet, Sonntagsmodell, Montagsmodell meine ich. Ray, was ist mit den, die wir gefahren sind bei dem Blitzer, beim Offroad? Vielleicht die, wo ich hinter dir war. Bei mir ist niemand hinten dran, aber... Das ist jetzt schon echt nervig so, weil dann nehme ich mich ja jetzt gerade voll selber raus. Oder habe ich mich jetzt echt verschalten? Weil das Getriebe ist schon relativ kurz. Ja, für 40 musst du dich schon hart verschalten haben und nicht nur einmal. Ja, deswegen, ich habe jetzt mal die Telemetrie, lasse ich jetzt mal drin, weil mich schon interessiert, wann der Schaden reinkommt. So, wo wollen diese ominösen Cayennes sein? Wir sind jetzt auf der Bergschnecke. Oh, dann komm ich dir mal entgegen. Ich hab so viele Lichter vorne dran. Komm. Schön, dass der Evo da hinter mir war, gerade mal in den Wald abgebogen ist. Ja, kann man machen. Also ich beschäftige die Cayennes noch ganz gut gerade. Ja, tu das mal. Ich glaube, ich würde eh keine Verfolgung überleben. So schnell wie der Schaden hier bekommt. Der Evo ist... Weil jetzt bis jetzt geht's. Also man muss den Motor oder den Schaden nur böse angucken, da passiert nichts vielleicht. Wo ist der Cayenne? Ich hatte leider ein bisschen Pech. Auf der Driftclubstraße kam mir mal wieder genau bei der Kuppe einer entgegen. Ja, manchmal ist das so, das Timing. Kenne ich nur zu gut. Meistens sind es bei mir die Heavies. Immer noch, wo ist die, sind die Cayennes an der Berggrundstrecke? Ja, mich haben die jetzt gefasst, die haben mich abgedrängt und ich bin jetzt zwischen einem Baum und einem Felsen festgesteckt an der Steigung und komme hier nicht mehr raus. Oh, scheiße. Bis jetzt ist mein Glück, dass sie mich noch nicht verfolgt haben, aber wenn sie mich dann mal finden, dann ist gleich vorbei. Bist du ganz oben? Also ihr müsst schon gucken, dass ihr irgendwie lange überlebt. Ja, ich war ganz oben. Es muss ja nur einer überleben. Ja, das ist richtig, aber ich bei mir sehe ich sehr schwarz, das zu schaffen. Wir haben noch echt viele Minuten vor uns. Ach, wir haben schon Viertelzeit. Ja, und ich habe schon 40% Schaden. Jetzt rechnen sie mal aus. Okay, cool. Die Cayennes haben sich gerade vor mir wegteleportiert. Auch gut. Mann, ich wollte mal einen Kopf sehen. Ja, ich sollte echt mal vorher als diese Racer-Karren testen, auf wie viel Schaden sie aushalten und ob sie Sprünge können. Oh. Aber das ist mir auch noch nie passiert. Oder einfach Regera fahren, dann verschaltest du dich nicht. Das stimmt, aber ich glaube, den kriege ich nicht auf S1833 aufgebaut. Weiß ich nicht, wird schwierig. Ja. Sein der LI sinkt, indem man das Auto kaputt fährt. So, weißt du? Einfach mal gegen die Wand klatschen. Zack, nur noch A800.
Ja, da steht Evo, schieb den jetzt mal die Klippe runter. Ja, heute haben wir echt schöne Landschaftsbilder. Also schön, wenn man Gewitter halt schön empfinden kann, aber ja. Und wenn man nicht draußen ist, ist Gewitter immer schön. Geil. Schöne Nordlichter im Schnee. Ja, es hat was, hat was. An der Bergstrecke stand ein Evo an der Kante, ich habe ihn einfach runtergeschoben. Nein, ich habe einen Kopf hinter mir. Wo bist Nein, du? Nein, jetzt habe ich ein Problem. Quasi am Start in dieser Driftclub, die rechts ist. Ja, dann komm ich dir entgegen, vielleicht kriegen die abgenommen. Nein. Soll ich den Sprung nehmen? Dann bin ich richtig am Arsch, glaube ich. Am Start? Ja. Am Start bin ich jetzt auch. Nee, mache ich nicht. Das bringt mich um. Du kannst den Sprung der nehmen. Evo hat die Kurve nicht bekommen. Moment. Du kannst den Sprung nehmen und vor auf die Bremsen steigen. Wow, okay, da war noch einer. Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Jetzt habe ich 49% Schaden. Wo bist du, Ray? Ich fahre gerade wieder zurück. Uah, oh. Da war ich. Ja, die Kai. Ich musste die, ich musste die ausweichen, sonst. Alles gut. Ja, aber die Polizisten haben sich abgeschossen. Hinter mir ist ein Cayenne. Uah. Oh, schön. Der Evo ist einfach mal querfeldein gerade gefahren. Auch schön. Nee, was? Ich habe einen Evo hinter mir. Ja, Mann, wieso habe ich schon so viel Schaden, ey? Weißt du, ich muss überlegen, der hat nicht mal 10% Schaden gemacht. Die ist mir vorne drauf gefahren. Aber Hauptsache, die Sprünge machen mir mehr Schaden. Die nicht mal so wild waren, ey. Also, ich hätte so ein paar Cops hinter mir zum Abgeben, aber die kommen ja alle nicht hinterher. So, ja, wurde jetzt einer schon erwischt, ne? Ding wurde erwischt, ne? Weil am Berg, oder wie war das? Ja. Mitgenommen, auf das habe ich jetzt spekuliert. Ja, Schadenfreude ist halt immer noch die schönste aller Freuden. Wo bist du? Ich fahre jetzt Richtung Serpentin, wenn du mich meinst. Aber ja, okay. Du meinst mich wahrscheinlich nicht. Doch. Okay, ich habe aber nur ein Evo hinter mir. Ja, ich will auch gerade noch keinen Stress, wenn schon einer raus ist. Naja, klar. Ja, wie gesagt, ich kann halt echt nicht aggressiv werden. Ich fahre jetzt hier richtig passiv. Ich muss jetzt eigentlich von der Serpentine eigentlich wieder direkt weg, weil da oben bringt mir das nichts. Ach komm schon, ich habe mehrere. Scheiße, er lässt mich nicht wenden. Das ist ein richtiger Drecksack. Alles gut, NPC. Ray, wo bist du nochmal? Ich fahre jetzt ganz am Norden quasi lang. Also nicht in dem Offroad-Dings am Berg, sondern quasi zwischen Serpentin und Driftclub. Fahre jetzt quasi Richtung Driftclub. Hab ich den Sand damit abgehängt? Willst du mich verarschen? Also er ist schon noch hinten dran, aber mit mega Rückstand. Alter, ich hab alle Kopf außer einen hinter mir. Das sieht so geil aus, weil sie mich nicht kriegen. Ja, man bleibt mal so konzentriert. Das ist alles Zeit, was wir brauchen. Und wo ist das? Ganz unten an der Sabine. Ich fahr gerade durch ein Festival. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kopf hinter mir. 2 fehlen. 6 bei dir, einer bei Ray, einer ist noch übrig. Ich glaub, den hab ich auch gefunden. Ich glaube, der versucht einfach nur dran zu bleiben. Und sobald sie dich haben, dass sie auf mich gehen. Das heißt, Andi, eigentlich musst du nur Chili Banini. Ich glaube, hinter dir, der ist auch. Ah, ne, die haben sich alle repariert. Nee, er ist bei mir dran. Ich sehe ihn ja. Er ist nur halt einen größeren Abstand hinten dran. Aber Andi, Hilfe würde nicht schaden. Aber ich ziehe den immer noch davon. Warum? Nee, weil du wahrscheinlich nicht so viel Schaden hast, oder? 43 brutto. Okay. Wer bietet mehr? 49. Null. Aber du bist langweilig. Okay, setz mich vor den Baum. Ich hab einfach einen Cayenne weggeschoben, auch gut. Besser ist das. Das Problem ist, dass ich die ganze Zeit in der Telemetrie bin, weiß ich jetzt manchmal gar nicht, ob das jetzt ein offizieller Weg ist oder nicht, aber solange ich auf dem Asphalt bleibe, auf jeden Fall. Alter, das sieht so geil aus hinter mir. Aber so langsam überholt mein rechtes Vorderrad im Schadenswert mein Motor, das ist auch schon mal was. So, jetzt mal kurz stolz sein. Weg mit der Telemetrie. In Hoffnung, jetzt kriege ich nicht mehr Schaden. Ich gebe euch einen Tipp: Fahrt bitte nicht die äußerste, ganz äußerste Straße, da wo das Mainland Shield ist. Da komme ich mit dem Kopf da, wo das was ist? Ich bin immer noch im Norden, alles Mainland, cool. Vom Mainland, also vom. Okay. Alter.
Ja, ich krieg den halt nicht abgehangen, so, das ist blöd. Bin einfach zu langsam. Dann mach ihn fertig. Das wäre auch eine Option, ne? Ja. Ich muss ihn wieder in den Verkehr locken, ich glaube, das ist der Trick. Wie viele Minuten haben wir noch? 8. Ach Gott. Ja, ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden, weil kriegen werden sie mich irgendwann früher oder später. Gott. Ach, Hilfe. Ray, wo bist du gerade unterwegs? Ich habe beim Driftclip, ich fahre immer wieder hin und her. Ja, okay. Dann sollte ich nicht in aber diese Richtung fahren. Ich fahre jetzt aber in den Schotterweg da ganz im Norden. Aber ich weiß nicht, ob das so schlau war. Moment, aber meinst du die Klippe oder? Rechts, also im Osten, Nordosten, da dieser ganz viel Offroad-Weg Scheiß, ist. Da bin ich auch. Achso, ja, dann kehre ich halt wieder um, oder ich versuch's zumindest mal. Das ist ganz im Norden da, die nördlichste Straße. Ja, dann warte mal, du kannst da bleiben. Ich bin in der Haarnadel weiter unten. Ich guck, dass ich wegkomme einfach. Ich muss halt ganz langsam fahren bei den Kuppen, ey. Das ist so belastend, ich darf keinen Sprung hier nehmen. Wo sind die anderen 15? Anfang. Ey, ich bin echt gerade geneigt gewesen, den Evo über die Klippe runter zu schieben oder es zumindest mal zu versuchen, aber. Wobei, ich glaube, ich fahre Klippenstraße jetzt mal gucken. Yes. Forza Saturn, lass mal dahin, dann fliegen alle raus. Ich bin am Forza Saturn mit allen. Welche Klippenstraße? Die im Norden oder die andere? Ja, gerade, ich habe meinen rechten Außenspiegel verloren. Frechheit. Dann krieg ich halt keine Antwort. Ich fahr gerade diesen Forsaturn durch. Aber die haben mich da hingeschoben. Ja, redest du mit mir oder was? Nein. Okay. Ja. Und ich bin an keiner Klippenstraße. Ich bin auch in keiner Klippenstraße. Ich bin, wie gesagt, am Forsaturn gewesen. Ja, aber du hast gesagt, du willst über die Klippenstraße runterfahren. Und wenn ich gerade an der Klippenstraße bin, dann würde ich halt schon gerne wissen, welche du meinst. Die am Berg rumrum. Ja, auch genau der bin ich gerade. Ja, ich bin da, dauert aber noch, bis ich da bin. Ich gucke einmal, dass ich in Richtung Mappen Süd abhau. Einer ist rausgeflogen übrigens, ne? Echt? Sind nur noch 11 bei mir rechts angezeigt. Ja. Die Anzeige habe ich nicht. Achso. Ja, Lukas. Juma ist noch. Lukas, ja. Oh, ich habe 2 jetzt hinter mir. Einen sogar mit Design, jetzt wird's gefährlich. Ray, wo bist du? Auf dem Weg zur Serpentinenstraße, ganz im Norden wieder. Mir kam einer entgegen. Ja, dann bin ich da aber auch jetzt. Ich bin gerade am Sprung, da die Serpentinen runter vom Driftclub aus. Okay. Es wäre, by the way, nett, wenn nicht mehr alle außer einer an dir dranhängen, dass du das dann auch sagst. Mir kam gerade einer entgegen. 3. Ja, momentan 3 und ganz hinten ist ein 4. Wenn das einer war. Ich jetzt nicht ja, ich sehe dich auf der anderen Seite. Sehr gut. Ich schaffe aber jetzt dann von unten die Straße nicht rein. Ach, jetzt hör doch auf, mich hier so wegzuschieben. Es bringt euch nichts. Ich wiege 2,6 Tonnen. Was wollt ihr? Ja, dankeschön. Ich habe einfach keine Power. Das ist so belastend. Aber ich sehe euch. Guck mal, ihr holt mich halt auch noch voll ein, ey, weil ihr viel schneller seid. Macht ihr das, was ich denke, was er macht? Nee, macht ihr nicht. Das Witzige ist, die Cops sind gerade alle runtergefallen. Oh, doch einer nicht. Den hab ich gerade vorhin gesehen. Okay, ein Cayenne ist mir entgegengekommen. Ja, die sind alle runtergefallen. Fahr ich halt jetzt wieder weg. Oh. Ja, hier, die Serpentine ist halt gefährlich, weil die können dich halt echt mal easy die Klippe runter smashen, wenn sie jetzt drauf anlegen wie der Cayenne jetzt. Hui! Ich glaube, jetzt ist fertig, oder? Ne, 70%. Ich muss jetzt Serpentine fahren, sonst sehen sie, wo ich hinfahre. Also einfach so viel Zeit schinden wie irgendwie möglich. Wie lange haben wir noch? 4. Okay, ich bin raus. Ich habe 90. Oder 90 ist es oder 95? Letztes Mal war es 90. Okay. Willst du mich trotzdem noch rumrahmen, Alter? Ich hub doch schon längst. Das ist Polizeigewalt, ist das. Polizeigewalt. Ich habe schon längst gehupt. Ja, Banausen, Alter. Komm, dafür verklage ich euch. Darfst doch auch langsam fahren, ne? Ja, bin ich ja. Ich bin gerollt, aber schon längst gehupt. Aber ja, die haben mich trotzdem noch gerammt, die Knalltüzensen.
Sonst fahre ich nämlich die Klippenstraße Also langsam. Es waren fast alle bei mir. Also eigentlich müsstest du wieder ja, frei sein. Ja, das Problem ist, ich bin an der blöden Stelle. Deswegen ja. Weil ich fahre gerade Klippenstraße mit 70 entlang. Allerdings, wenn ja. ich von hier jetzt raus Also wie gesagt, es waren alle bei mir. Also als ich quasi kaputt gerammt wurde, waren alle auf einmal bei mir. Ja, die sind zu dir runtergefallen. Also ich habe eine Vollbremse gemacht oben bei den Serpentinen. Und dann sind sie alle runtergefallen und ich stehe ganz am Rand. Und dann bin ich halt wieder in die andere Richtung weitergefahren, weil halt niemand mehr hinter mir. Ja, schon klar. Nur dann werden jetzt alle dementsprechend beim Fest, weil sie repariert haben können. Heißt, wenn ich hier rausfahre, besteht gute Chance, dass mir einer entgegenkommt. Dann fahr halt ganz langsam. Das zwingt dich niemand. Du darfst nur nicht stehen bleiben. Tempo 30. Mach eine STVO-Ausgabe. Ja, mach ich jetzt. Ich fahre jetzt nur noch mit 30. Ich meine, ich fahre einen Miura. Ja, das ist schon mal... Nein, das ist natürlich auch lame. Wenn Ray sagt 30, dann fahre ich jetzt hier mit 30 weiter lang. Ja, für dich hat das jetzt eigentlich... Ach, egal. Ich sag nix. Ach. Ja, 63 Motor. Ich hab halt noch. Oh, Cayenne kam mir entgegen. Oh. Das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Aber der ist ziemlich weit rausgerutscht. Einmal scouten ich hier so ein bisschen über die Map luken. Ja, ich glaube, wir haben, wenn jetzt keiner rausfliegt, haben wir gute Chancen, das vielleicht noch zu gewinnen. Weil wir haben noch zwei aktiv, zwei Minuten geht's noch. Ich glaube, das war echt ganz gut, dass die alle von dir irgendwie auf einmal auf mich gegangen sind. Und ich war eigentlich eigentlich ab der ersten Minute schon raus, als der Schaden aus dem Nichts kam. Ja gut, das wissen die nicht. Nee, klar, wissen die das nicht. Aber wir wissen's. Das ist richtig. Und eiskalt ausgespielt. Ja, richtig. Einmal, man muss seine Schwächen auch mal als Stärken nutzen. In dem Fall, ne? Jetzt fahr ich jetzt nochmal. Ray, soll ich nochmal um Bundesstrecke und Berg fahren oder nicht? Ich hab einen Cayenne hinter mir. Ich darf nichts mehr sagen, wenn ich raus bin. Ich darf nur Sachen sagen, die nicht spielrelevant sind. Sonst ist das unfair. War ich noch eine Weil ich sehe ja jetzt, wo alle Cops sind und wo du bist. Und wenn ich dann was dazu sage, dann, egal wie ich sage, kann man das dann halt deuten, als dass ich dir einen Tipp gegeben habe. Ich will zwar gewinnen, aber so bitter nötig habe ich es jetzt auch nicht, um dass ich schummeln muss. Ich heiße ja, heiß ja nicht Piabo, ne? Der Cayenne kriegt mich nicht weggedrückt. Das ist schon gut. Ganz cool. Okay. Aber Bremsen sind halt auch nicht mehr die tollsten bei mir. Einmal darf man tauschen. Oh. Ah, wenn du es schaffst, nur die zu tauschen. So, einmal Bremsbeläge und neue Scheiben. Also, okay, nee, ich sag nichts. Ich sag's gleich. Ich vermute, mir kommen gleich welche entgegen. Oh, da steht einer. Wow. Ab nach Hause. Das war knapp. Aber jetzt bin ich ein paar Sekunden zu früh da. Musst du halt noch ein bisschen rollen. Ja. So. Ich glaube, ich bin durch, oder? Ja, jetzt ist Zeit vorbei. Also die Verfolgung läuft halt natürlich jetzt noch von Super Noob, aber du bist raus. Also gerettet, was auch immer. Oh, hier war ja kalt. Alter, pisst euch mit deinem Scheiß. Nee, was ich sagen wollte ist, sie haben halt einen riesen taktischen Fehler begangen. Und zwar, die haben, nachdem sie mich hatten, das kann ich ja schon mal sagen, sich, glaube ich, fast alle ans Festival geportet. Und da sie wussten, sie haben dich da auch im Norden verloren, sind sie halt fast alle über die Serpentinenstraße noch umgefahren. Fuck, sie haben mich die Klippen runter. Und das kostet ultra viel Zeit. Und das war eigentlich schon klar, oder das hat man schon auf dem Minimap gesehen, dass sie nicht vor Ablauf der Zeit es schaffen, überhaupt noch da nach oben zu kommen. Mich haben sie, Ray. Ja, ja, ist okay. Dann können wir ja mal zu den anderen wieder hoch. Oh, schneller. Tja, da ist es vorbei. Hallo. Alle mit der Übeltäter 3. Also weißt du, ich finde ja, ich muss ja echt sagen, dass die Polizei mit zwei ganz fiesen Mitteln arbeitet, das finde ich unter allen Sau. Dass sie quasi eine Art Fußfessel an meinen Makan gehauen haben und den Motor markiert haben. Das heißt, dass der kleinste Sprung schon 20-30% Schaden verursacht. Oder sonst was. Ich musste rumschleichen wie ein Idiot, damit ich nicht noch mehr Schaden bekomme. Im Übrigen, der eine Schlag von vorne, den ich, keine Ahnung, Mitte der Runde bekommen habe, der hat am wenigsten am Motor Schaden gemacht. Nein, die Sprünge waren es. Richtig geil. Auf jeden Fall, des Weiteren fand ich das auch noch
unter aller Sau diese Polizeigewalt, die verübt wurde. Ich habe schon längst 90% Schaden gehabt, habe gehupt wie ein Vollidiot. Und die haben trotzdem darauf nicht eingedrügelt. Was ist denn? Wo kommt man denn da hin? Polizeigewalt, ja, geht gar nicht. Da gehe ich vors Gericht, das sage ich euch. Da gehe ich vors Gericht, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, ja, war es trotzdem irgendwie ganz interessant, ganz lustig. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die mitgemacht haben. War wieder mal eine coole Edition. Ich muss auch sagen, je mehr wir diese Offroad-Variante spielen, desto mehr macht es mir irgendwie Spaß. Und ich finde auch bei der Variante machen auch die Jahreszeiten so ein bisschen auch was aus. Sowohl optisch als auch ein bisschen spieltechnisch. So oder so, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Checkt auf jeden Fall auch die anderen Sichten, anderen Kanäle aus. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sage tschüss, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.